Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Einzelkämpferbox von Ampex. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Einzelkämpfer von Ampex, das Ganze am 16. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, das Ganze, wie gesagt, am 16. Oktober erschienen. Ich hätte euch das Ganze gerne schon früher vorgestellt, eben am 16. Allerdings gab es dann irgendwie Probleme bei meiner Lieferung. Die Box konnte nicht fristgerecht geliefert werden und dementsprechend kam sie leider erst heute bei mir an. Aber ja, besser spät als nie. Es ist das Debütalbum der Band. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Hier an der Seite, das bietet sich gut an. Und dann schauen wir uns das mal an, was wir hier haben. Also, wir haben hier eine schwarze Box aus Metall. Das Ganze kommt hier im Hochformat. Wir haben hier eine Person abgebildet. Es sieht stark danach aus, als wäre das der Frontmann, der Sänger der Band, Moritz. Dann haben wir hier den Namen der Band, Ampex, dann darunter den Albumtitel Einzelkämpfer. Und dann gibt es hier noch so diverse Elemente. Das sieht so wie Kreise aus Stacheldraht aus, die sie hier so über das Cover ziehen. An den Seiten hier überall in Schwarz und Hochglanz. Und auf der Unterseite haben wir noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier einerseits, was sich in der Box befindet. Einzelkämpfer, also das Album im Digipack, Flaschenöffner, Aufkleber, Fahne, Autogrammkarte mit Originalunterschriften. Dann haben wir hier noch die Labels, die Logos und natürlich einen Barcode. Das Ganze erschienen über Rookies und Kings. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hoppa, ich wollte gerade den Deckel aufklappen, allerdings er geht zur Gänze ab. Also, der Deckel ist komplett abnehmbar. Als erstes gibt es hier Luftpolster. Und dann haben wir hier einmal das Album an sich. Dann eine Autogrammkarte. Einen Sticker. Den Flaschenöffner. Und die Fahne. So, die Box von innen in Silber. Packen wir mal wieder zusammen und stellen wir die Box mal beiseite. So, Fahne kommt noch in Folie. Einmal die Fahne, dann der Flaschenöffner. Ich glaube, es war erst geplant, ein Feuerzeug beizulegen, allerdings gab es da dann irgendwie Probleme und deshalb ist es dann schlussendlich der Flaschenöffner geworden. So, und dann haben wir natürlich auch noch das Album, das ist hier auch noch eingeschweißt. Auch dieses werden wir hier mal frei machen. So, einmal aufgeschlitzt. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. In diesem Fall hier das Digipack. Wir haben hier wieder das Cover, das wir schon kennen von der Box. Auf der Seite lesen wir auch wieder Ampex, Einzelkämpfer und die Katalognummer. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 13 Tracks an der Zahl. Diverse wurden ja schon als Video ausgekoppelt. Also Virus einer Zeit war meines Wissens die erste Videoauskopplung. Dann ging es weiter mit Einzelkämpfer, also Nummer 12 war die zweite Videoauskopplung. Und Ich hab gelebt, Nummer 9. Also ich glaube, diese drei Singles wurden vorab per Video ausgekoppelt. Darunter ein Barcode, also das Ganze gibt es natürlich auch regulär, das Album zu kaufen, nicht nur in der Box. Dann schauen wir als erstes mal ins Booklet. So, jawohl, wie man es gewohnt ist bei Rookies und Kings, haben wir hier die kompletten Lyrics erfasst. Wunderbar, also jeder einzelne Track ist hier abgetippt. Das Schwarze dürften die Strophen sein und dann hier dunkelbraun in dieser anderen Schrift dann vermutlich die Refrains. So, also Text ohne Ende, ihr seht, Lyrics auf jeder Seite. Und zum Abschluss haben wir hier noch ein Bandfoto, bedeutet die vier Herrschaften von Ampex hier nebeneinander, Moritz, Felix, Sigi und Dominik.
Dann haben wir hier noch die Credits zum Album, eine Danksagung und so sieht das aus. Hier gibt es dann wieder Stacheldraht und Infos. Gut, also so viel hier zum Booklet. Hier gibt es auch nochmal den schreienden Moritz. Das ist dann die CD. Auch hier wieder der gute Mann abgebildet oder gezeichnet. Ampex Einzelkämpfer und hier nochmal Stacheldrahtoptik. Okay, soweit zum Album. Als nächstes haben wir einen Sticker mit dabei. Der kommt im Querformat. Hier lesen wir Albumtitel plus Bandname in Schwarz und Weiß. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Die sieht so aus. Im Querformat alle vier hier vor diesem Rolltor. Ich glaube, das ist auch das Foto, was wir im Booklet hatten. Und alle vier haben hier auch unterschrieben. Also mit weißem Stift. Das sind originale Unterschriften. Und auf der Rückseite ist das Ganze hier in einer Postkartenvariante, also Postkartenlayout. A6 die Größe. So, als nächsten Boxinhalt haben wir dann noch diesen Flaschenöffner. Der kommt hier mit so einem kleinen Schlüsselring. Kann man sich dann hier wunderbar dran machen. Und dann hat man hier immer einen Öffner für Flaschen mit dabei. Wie gesagt, statt des Feuerzeugs. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch mit dabei eine Fahne. So, die ist recht groß. Kommt hier in Schwarz. Und zwar lesen wir hier dann riesengroß den Schriftzug Ampex. Und ist die Frage, ob das jetzt in dem Licht so halbwegs sichtbar wird. Aber wir haben hier dann auch noch, ja, oh ja, man kann es glaube ich sehen, hier so eine dunkelgraue Zone, so einen dunkelgrauen Aufdruck. Und zwar lesen wir hier oben Oldschool, hier Oldschool, dann darunter Deutsch Rock und hier so einen mächtigen Totenkopf in der Mitte. Ansonsten alle vier Ecken hier mit Metallösen versehen, dass man das Ganze dann auch wirklich als Fahne aufziehen kann. Und rundum, nicht nur in den Ecken, sondern wirklich komplett alle vier Seiten hier nochmal doppelt vernäht und so gestärkt, dass hier auch wirklich nichts kaputt geht. Ja, wir haben es zu tun mit Material oder irgendwie ist hier nicht zu sehen, also kein Zettelchen, das uns Aufschluss darüber gibt. Aber ich gehe mal davon aus, ich glaube, diese Fahnen sind fast immer aus 100% Polyester. Wird bei dieser nicht anders sein. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Dann haben wir den Flaschenöffner hier mit dem Schlüsselring. Die unterschriebene Autogrammkarte mit allen vier Bandmitgliedern. Den Sticker im Querformat. Und natürlich das Album an sich. Einzelkämpfer von Ampex im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Einzelkämpfer von Ampex. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ampex unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.